Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Landgericht Freiburg der Prozess um den Mord an der Studentin Maria L. begonnen. Der unter Mordanklage stehende mutmaßliche Täter soll die 19-Jährige im Oktober 2016 vergewaltigt und danach bewusstlos in den Fluss Dreisam gelegt haben, wo sie ertrank. Der mutmaßlich aus Afghanistan stammende Hussein K., der im Dezember festgenommen wurde, muss sich deshalb wegen des Verdachts des Mordes und der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird von mir vorgeworfen, die Geschädigte heimtückisch und zur Befriedigung des Geschlechtstriebes getötet zu haben und sie in einem besonders schweren Fall vergewaltigt zu haben, da die Geschädigte körperlich schwer misshandelt wurde. Der Fall sorgte bundesweit auch für Aufsehen, weil sich der Tatverdächtige Ende 2015 als Asylbewerber in Deutschland hatte registrieren lassen und unmittelbar davor in Griechenland vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden war.